Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Bei einem Latios-Raid, den ich gleich mitmachen werde. Auch wenn ich keinen brauche, denn ich habe bereits einen 100er, Latias auch. Und beide auch Lucky Shiny. Latios musste ich mir neu ertauschen, den habe ich nicht damals Shiny bekommen. Oh Mann, das war echt eine leidende Zeit. Auf jeden Fall sind die ja dieses Wochenende am Start. Das ist mein erster und einziger, den ich machen werde jetzt, einfach nur zum Aushelfen. Inklusive Montag, und dann sind sie weg und dann ist Heatran wieder am Start und der kann eigentlich auch weg. Denn letzte Rage-Stunde habe ich mir dann 100er gegönnt und zwei Shinies, also die Rage-Stunde ging abnormal ab. Auf jeden Fall wollte ich noch ein bisschen über den Sea-Day quatschen. Beziehungsweise, geht's doch schon los? Ne, wir warten noch. Beziehungsweise über die Auswahl. Viele haben mich gefragt, also erstmal Auswahl Dratini, Vulpix, Maholo und Rihorn. Ich war ursprünglich für Vulpix, weil es gibt dann in der Quest Alola Vulpix und aus dem Raid. Ich brauche nämlich immer noch einen 100er, hab aber inzwischen einen bekommen, aus der Quest endlich. Ich zeige euch irgendwann mal oder vielleicht später im Video, wie viel ich gemacht habe. Raid fängt an. Auf jeden Fall schreibt gerne unten in die Kommentare, welchen Seed ihr haben wollt. Und falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt ein Like, einen Kommentar, ein Abo und aktiviert die Glocke. Jetzt machen wir erstmal den Raid und dann gehen wir ein bisschen über den Seed. So, schauen wir doch mal, ob er jetzt wenigstens kommen will. Wir hoffen auf kein 100er. Okay, das war kein 100er. Denn wir dürfen unser 100er Glück nicht für sowas verschwenden. Ah, oh, nicht shiny. Ah, oh, ja. Egal. Wir sind wieder da. Ein 98er mit dem letzten Ball später und zwei Instagram-Fotos später. Das war ein Kampf, ich habe für die Kollegin 98er gefangen mit dem letzten Ball. Puh. Wir sind bisher nur 0-100er und 3 98er geflogen. Zwei bei mir selber, Kyoge und Darkrai. Darkrai Attack 14, Kyoge Attack 15. Und Kyoge für neue Kollegin. Ah, da weiß ich nicht, Attack 14 oder 15. Auf jeden Fall, ja, C-Day. Ich wäre eigentlich für Vulpix gewesen. Hab aber jetzt selber ein 100er Alola Vulpix jetzt bekommen. Dementsprechend ist es mir egal, welcher Seed es wird. Und ich denke eh, es wird Rihorn. Übrigens, wir können abstimmen, indem wir nächste Woche Quests erfüllen. Ausgehend davon, welche Quest, ist es halt eine Stimme. Und auch da denke ich mir zum Beispiel, also das Video hier wird ein bisschen random. Ich gehe hier den Weg nach Hause zu Fuß und rede einfach ein bisschen. Auch da denke ich mir, wer wird sich die Mühe machen und extra gezielt nur eine Sache machen? Ihr wisst eh, die ganzen Sachen sind eh so bestimmt, dass es eh das wird, was die wollen. Wie denn mit dem Boni, dass alles freigeschaltet wird, das wird eh immer freigeschaltet. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass jemand extra, wenn da zum Beispiel drei Stops sind, okay? Und da sind drei verschiedene Quests drin. Ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass jemand dann zwei von diesen Quests zum Beispiel wegschmeißt und dann extra noch die anderen zwei richtigen findet, sucht und findet und dann macht. Anstatt dass er einfach direkt die drei Quests erfüllt, für ein bisschen mehr Staub oder so, gibt's glaube ich. Macht also für mich, kann ich mir nicht vorstellen, dass da jemand extra die Quest dann jagen wird, nur für, um da eine Stimme abzugeben. Also das, was ich bisher so mitbekommen habe, die Leute finden es eigentlich ziemlich gut und es kommt gut an. Ja, keine Ahnung, schwer zu sagen, ich finde es halt nicht so toll. Also erstmal wird Niantic gelobt, dass sie die Community fragen und entscheiden lassen, aber im Grunde genommen haben wir nicht wirklich eine Entscheidung. Dementsprechend bin ich mir ziemlich sicher, dass Rihorn kommen wird. Ist ganz nett. Ja, ist okay. Weiß nicht. Also erstens, das, was zur Auswahl steht, ist halt das, was zur Auswahl steht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also Niantic bestimmt, der was zur Auswahl steht und... So, wir sind wieder zu Hause. Ich hatte eigentlich ursprünglich vor, während des Heimwegs zu reden, aber es kommen immer Leute, zu viel Ablenkung und sowas. Ich mache mal hier ein bisschen Licht an. Ich habe mal einen Kurs belegt über Videospiele in der Uni und mein Thema für den Vortrag und für die Abschlussarbeit da in dem Kurs waren Entscheidungsfreiheit und Cheaten in Videospielen. Und mit Cheaten zum Beispiel hat man Entscheidungsfreiheit, weil man da etwas macht, das nicht unbedingt vom Spiel festgelegt wurde. Dementsprechend, die Wahl der C-Days ist ja eigentlich nicht wirklich eine Wahl. Weil Niantic legt ja fest, was wir überhaupt wählen können. Und seien wir mal ehrlich, jeder von uns erwartet Rihorn C-Day. Und wir wissen auch alle, dass alles davon irgendwann mal kommen wird, oder? Jedes Shiny wird mal kommen. Und wir wählen eigentlich nicht aus, was kommen wird,
also was der nächste C-Day wird, sondern wann welcher C-Day kommt. Wisst ihr, was ich meine? Wir wählen eigentlich nur auswählen, weil ich denke nicht mal, dass wir auswählen, dass der nächste C-Day Gihon wird. Aber Shiny Vulpix wird auch irgendwann kommen. Ist ja nur eine Frage der Zeit. Ist ja vollkommen egal, ob es der nächste C-Day wird, der übernächste oder der C-Day in 12 Monaten oder so. Vulpix wird auf jeden Fall Shiny kommen. Ist ja vollkommen egal, ob wir wählen oder nicht wählen. Und auch mit den neuen Attacken erstmal ist es ein bisschen erschreckend, weil im Vorfeld haben wir ja schon untereinander ein bisschen diskutiert, jo, was kann Niantic bringen, C-Days werden sich C-Days wiederholen und so. Und jeder hat gehofft natürlich, dass C-Days nicht wiederholt werden, weil klar, es gibt immer Spieler, die noch Sachen brauchen, aber für die meisten Spieler, die den C-Day und dann den Super C-Day mitgemacht haben, nicht mehr wirklich. Keiner hat Lust auf Dratini. Jetzt schon ein paar, oh, ich brauche noch Dratini, wie ist das? Ja, es gibt immer welche, aber der Großteil, sag ich mal. Ich habe auch einen Scherz gebracht, dass Niantic einen speziellen C-Day-Hut einbringen wird und einfach jedes Pokémon nochmal neu bringen wird mit dem Hut. Also wir fangen einfach wieder an mit Bisasam. Pikachu war das erste. C-Day-Hut Pikachu, C-Day. C-Day-Hut Bisasam, C-Day und so weiter. Den Joke hatte ich gebracht, zum Glück macht Niantic das nicht. Aber neue Attacken. Und seien wir auch da ehrlich, jeder weiß oder jeder wird sich denken können, dass die Attacken kommen werden. Auch wenn wir sie jetzt nicht wählen. Ich glaube, keiner denkt, okay, wenn wir jetzt nicht dieses Stratini wählen, mit dieser Attacke, was weiß ich, welche Attacke, dass es dann nie mit dieser Attacke ins Spiel kommen wird. Klar wird es irgendwann kommen. Wir entscheiden nur, und wie gesagt, entscheiden, wann es kommen wird. Deswegen, ich bin jetzt nicht so begeistert von dieser Aktion von Niantic. Es ist halt so ein Publicity-Stunt, sag ich mal, wo man viel Feedback, gutes Feedback bekommt. Boah, jeder denkt dann, boah, geil, Niantic lässt uns entscheiden. Aber wenn man darüber nachdenkt, ein Scheiß können wir entscheiden. Was können wir entscheiden? Es wird einfach lieber und das war's. Oh Mann, ich komme jetzt wirklich rüber, so richtig pessimistisch komme ich rüber. Aber ist halt meine Meinung zu dem Ganzen. Das wollte ich einfach nur loswerden, weil so viele gefragt haben, Pong, boah, voll geile Aktion und so. Was hältst du davon? Was willst du als nächstes sehen und sowas? Erstens, es ist egal, was als nächstes kommt, weil es kommt eh alles in Shiny. Es wird was hoffentlich kommen, was wir noch nicht alle in Shiny haben. Naja, schauen wir mal. Der C-Day an sich wird ja trotzdem immer geil. Also auf den C-Day freue ich mich auf jeden Fall. Ist aber der 22. Februar. Und wer aufgepasst hat, der weiß, an dem Tag habe ich Geburtstag. Deswegen schauen wir mal, wann und wie viel ich da zocken werde. Weil ich habe eine kleine Feier vor, glaube ich. Das vielleicht auch gelivestreamt wird. Also einfach ein kleines Treffen mit ein paar Freunden. Bisschen was essen und das Ganze livestreamen. Hongs Geburtstag. Aber mehr dazu vielleicht demnächst mal, wenn ich mir mehr Gedanken darüber gemacht habe. Euch viel Spaß, viel Erfolg beim Event jetzt noch. Schreibt auch gerne in die Kommentare, ob ihr einen Shiny Latias oder Latios bekommen habt. Sonst, ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscribe, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.